بسم الله الرحمن الرحيم، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. Wir sind jetzt mit dem Buch Ein Auszug aus dem Gesamtwerk Al-Muwatta Imam Malik, der geebnete Pfad von Imam Malik, rahimahullah, Buch des Fastens, Kapitel 18. Mit dem Buch des Fastens sind jetzt fertig und jetzt kommen wir zu weitere Auszüge aus dem Gesamtwerk Al-Muwatta Imam Malik. Im Anschluss sind als Zusatz noch die kürzesten Bücher Hauptkapitel aus der Al-Muwatta von Imam Malik ibn Anas angeführt. Teilweise haben diese nur eine oder zwei Überlieferungen. Buch über Jahannam. Jahannam ist ein Name vom Feuer, vom Höllenfeuer. Kapitel. Bezüglich der Eigenschaften von Jahannam. Haddathani Malik an Abi Zinat an Al-A'raj an Abi Huraira. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نار بني آدم نار heißt Feuer بني آدم Söhne von آدم التي يوقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم فقالوا يا رسول الله إن كانت لكافية قال إنها فضلت عليها ب69 جزءا. مالك berichtete mir von أبو الزناد von Al-A'raj von Abu Huraira, dass der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm, sagte, das Feuer der Kinder Adams, also was im irdischen Leben ist, welches sie entzünden, beträgt einen 70. Teil des Feuers von Jahannam. Sie, also die Leute, sagten, O Gesandte Allahs, dieses Feuer ist ausreichend. Er, der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm, sagte, dieses Feuer ist 69 Mal stärker. Also das Feuer von Jahannam ist 69 Mal stärker. وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل ابن مالك عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال أترونها حمراء كناركم هذه لهي أسود من القار والقار الزفت. مالك berichtete mir von seinem Onkel väterlicherseits Abu Suhail bin Malik von seinem Vater, dass Abu Huraira sagte: Glaubt ihr, dass es, also das Höllenfeuer, so rot wie euer Feuer ist? Tatsächlich ist es schwärzer als Teer. Und Teer ist aus Kohle hergestellte schwarze Masse. Im Thema oder im Buch des Wissens, Kapitel, was über das Streben nach Wissen gesagt wurde. Haddathni an Malik, annahu balagahu anna Luqman al-Hakim, awsa ibnahu, awsa kommt von Usiyya, Ratschlag geben. Ibnahu, seinem Sohn. Faqal, ya bunay, bani, au ibni, mein Sohn. Bunay, mein kleiner Sohn. Jalis al-ulama, uzahimhum, birukbatayka, fa inna allaha yuhyi al-quluba minuri al-hikma, kama yuhyi allahu al-arda, al-maytata biwabil al-sama. Malik berichtete mir, dass er hörte, dass Luqman al-Hakim seinem Sohn den Rat erteilte. Hakim bedeutet Weise. O mein Sohn, sitz bei den Gelehrten und bleib in ihrer Nähe. Also, dass deine Knie ihre Knie berühren. Denn Allah belebt die Herzen mit dem Licht der Weisheit, so wie Allah die tote Erde durch den Regen belebt. Und hier lehrt uns der Hadith, oder lehrt uns der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass man jemanden haben muss, der ihn begleitet, der ihn führt. Genauso wie die anderen Gelehrten das auch hatten. Abu Hanifa, rahimahullah, hatte Hammad, seinen Sheikh Hammad, rahimahullah. Genauso Imam Shafi'i hatte Waqi'a, als er nur einen Teil von einer Frau, einen Knöchel gesehen hat, wurde sein Auswendiglernen schwach und ist dann zu Waqi'a gegangen, um ihn um Rat zu beten. Genauso das größte Beispiel sind die Sahaba, rahimahullah. Das Bittgebet des Unterdrückten. Kapitel Furcht vor dem Bittgebet des Unterdrückten. Hadathani an Malik, an Zaid ibn Aslam, an Abi, anna Umar ibn al-Khattab istama'ala maulan lahu, yud'a Hunayyan ala al-Hima, faqala ya Hunay, idmum janahaka anin nas, wattaqi da'wat al-Mazlum, fa'inna da'wat al-Mazlum mustajabatun. وأدخل رب الصريمة ورب الغنيمة وإياي ونعما
ونعم بن عوف ونعم بن عفان فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعا إلى نخل وزرع. نخل heißt Palme. وإن رب الصريمة ورب الغنيمة إن تهلك ماشيتهما يأتيني ببنيه فيقول يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين أفتاركهم؟ أنا لا أبا لك، فالمال فالماء والكلأ أيسر علي من الذهب والورق أو الورق. الماء das Wasser، الكلأ das Gras oder das Heu was die Tiere essen، und الذهب heißt Gold. Aber von ihr kann man auch sagen ذهب، also ذهب heißt gehen und ذهب der Name ist Gold. Und deswegen gibt es auch ein schönes Gedicht, den ich später vielleicht euch sagen werde. Min al-dhahabi wal-wariqi. Al-wariq ist das Silber. Wa imullah. Innahum la yarawna anni qad zalamtuhum. Innaha la biladihum. Oder innaha la biladuhum. Umiyahuhum. Qatalu alayha fil jahiliya wa aslimu alayha fil islam. Walladhi nafsi biyadih. لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شبرا. Auf der nächsten Seite, wenn wir jetzt die Übersetzung haben, Malik berichtet mir von Zayd ibn Aslam, von seinem Vater, dass Umar ibn al-Khattab einen seiner Maula, welcher Humay hieß, als Verwalter einer Weidewiese ernannte. Er, Umar ibn al-Khattab, sagte, O Hunay, oder O Hunay, füge den Leuten kein Leid zu und fürchte das Bittgebet des Unterdrückten, denn das Bittgebet des Unterdrückten wird erhört, also akzeptiert. Lass diejenigen, die ein paar Kamele besitzen und diejenigen, die ein paar Schafe besitzen, ihre Tiere auf diesem Grund und Boden grasen. Aber achte darauf, dies für den Viehbestand von Ibn Auf und dem Viehbestand von Ibn Affan nicht zu erlauben, weil sie, falls ihr Viehbestand umkommt, immer noch ihre Palmen und Gärten haben. Also, wenn deren Vieh stirbt, dann ist es kein Problem. Weil die können selbst, sie haben Geld, sie können sich anderes kaufen. Wohin und Gärten haben. Wohingegen diejenigen, die nur ein paar Kamele oder Schafe besitzen, ihre Angehörigen dann zu mir bringen, wenn ihr Viehbestand umkommen sollte. Und um Hilfe bitten und sagen, O Führer der Gläubigen, O Führer der Gläubigen, sollte ich sie dann etwa vernachlässigen? Deshalb meine ich, dass es einfacher ist, ihnen Wasser und Weideland zu überlassen, als ihnen Gold und Silber zu geben für die Tiere oder für das Vieh, das gestorben ist. Bei Allah, diese Leute denken, dass ich ungerecht zu ihnen war. Dieses Weideland ist ihr Grund und Boden. Und in der Zeit vor dem Islam kämpften sie für ihn, also für das Grund und Boden. Dann nahmen sie den Islam an, während dieses Weideland in ihrem Besitz war. Ich schwöre bei dem, in dessen Hand meine Seele ist, wäre es nicht für die Tiere, die ich bereitstelle, damit man im Kampf auf dem Weg Allahs auf ihnen reiten kann, hätte ich nicht einmal eine Spanne ihres Grund und Bodens in eine Weidewiese umgewandelt. Hier noch ein Kapitel über die Namen des Propheten Allahs und Allahs Segen und Frieden auf ihm. Haddathani Malik an Ibn Shahab an Muhammad Ibn Jubayr Ibn Mut'im anna an-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qal li khamsatu asma' ana Muhammad wa ana Ahmad wa ana al-Mahi alladhi yamhu Allahu bi al-kufra wa ana al-Hashir alladhi yuhsharu an-nasu ala qadami wa ana al-Aqib. Malik berichtet immer von Ibn Shihab, von Muhammad ibn Jubair ibn Mut'im, dass der Prophet, Allahs Segen und Frieden auf ihm, sagte, ich habe fünf Namen. Ich bin Muhammad, was der Gelobte oder der Gepriesene heißt. Ich bin Ahmed, der Lobenswerte. Ich bin Al-Mahi, der Auslöscher. Mit dem Auslöschen meint man das Auslöschen von Unwissen und dem Unglauben. Durch den Allah den Kufr auslöscht.
Ich bin Al-Hashir. Al-Hashir ist der Sammler, der die Menschen, Yawm al-Qiyamah, wallahu a'lam, sammeln wird. Der Versammler. Zu dessen Füßen die Menschen versammelt sind. Ich bin Al-Aqib, der Letzte. Der Letzte der Propheten. Sallallahu alayka ya Sayyidi ya Rasulullah. Und mit diesem Hadith beenden wir inshallah dieses Buch. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bevor wir diesen Unterricht enden, möchten wir erstmal Dua machen. Allahumma inni da'in fa'aminu. Allahumma, im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Allbarmherzigen, fangen wir an. Und Lob und Dank gehört dem Herrn der Welten. Und Frieden und Segen soll auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein. O Allah, wir bitten dich, dass du den muslimischen Männern und Frauen vergibst, dass du den Mu'minin und Mu'minat vergibst, dass du den Lebendigen und den Toten vergibst. O Allah, wir bitten dich, dass du das, was wir gelesen haben, dass du es akzeptierst und dass wir mit dieser Tat und den anderen Taten, die wir begehen, ins Paradies eintreten können. O Allah, wir bitten dich, dass du unsere Sünden vergibst. O Allah, wir bitten dich, dass du uns in diesem Monat alles Schöne bescherst und unseren Fasten akzeptierst, unsere Gebete akzeptierst, unsere ganzen Taten. O Allah, wir bitten dich, dass du unsere kranken Brüder und Schwestern heilst. O Allah, wir bitten dich, alles Schöne. O Allah, wir bitten dich um die Barmherzigkeit in diesem Monat und außerhalb dieses Monats. O Allah, wir bitten dich, dass wir zu den Leuten gehören, zu den Leuten des Korans gehören. Lasse unser Herz gottesfürchtig sein und unsere Augen weinen. O Allah, wir bitten dich, dass wir ein Schlüssel sind, dass das Gute öffnet und dass das Schlechte schließt. Ja Rabb, sei mit uns im Barzach, an dem Tag, wo die Engel uns fragen werden, wer ist dein Herr? Und wer ist dein Prophet? Und wer ist dein Buch? O Allah, an dem Tag, an dem alle Menschen wieder auferwachen werden, wünschen wir und bitten wir dich, dass wir zu denen gehören, dessen Sünden versteckt werden. An dem Tag, an dem die Menschen entblößt werden. O Allah, wir bitten dich, dass wir zu den sieben Leuten gehören, zu den sieben Gruppen gehören, die unter dem Schatten deines Throns sein werden. O Allah, wir bitten dich, dass wir Imam Adil sind, gerechte Führer, zu Hause, auf der Arbeit, in der Schule, mit unseren Freunden, überall. O Allah, wir bitten dich, dass wir zu denen gehören, die sich für dich lieben und wegen dir sich auch trennen. O Allah, wir bitten dich, dass wir zu diesen gehören, die, wenn eine Frau zum Zina ruft, dass wir sagen, wir fürchten Allah. O Allah, lasse uns zu denen gehören, dessen Herzen mit den Moscheen verbunden sind. O Allah, lasse uns zu denen gehören, die für dich auf deinem Wege gelebt haben und geboren sind. O Allah, wir bitten dich, dass wir zu diesen 70.000 Leuten gehören, die das Paradies ohne Hisab, ohne Abrechnung eintreten werden. O Allah, wir bitten nicht die erste Stufe im Paradies, auch nicht die zweite oder die dritte. Wir bitten dich, Al-Firdaus al-A'la, damit wir den Propheten sallallahu alaihi wasallam jeden Tag sehen können. O Allah, wir bitten dich, dass du unsere Geschwister und unsere Familie vergibst, dass du ihnen barmherzig bist und dass du sie auch ins Paradies eintreten lässt. Alhamdulillahi Rabbil Alameen.